Seit jeher haben die Menschen zu den Sternen geschaut. Seit jeher hat uns das Universum fasziniert und Fragen aufgeworfen. Was ist noch da draußen? Wie ist das alles entstanden? Wo kommen wir her? Herzlich willkommen bei Spacetime. Mit Ulrich Walter, Astronaut und Wissenschaftler. Er weiß, im Weltraum wartet Unglaubliches auf uns. Wir sind umgeben von dunkler Materie und dunkler Energie. Mysteriöse Kräfte, die das gesamte All durchziehen und so die Entwicklung unseres Universums maßgeblich bestimmen. Die Wissenschaftler sehen die Auswirkungen dieser kosmischen Rätsel, doch gefunden haben sie noch nichts. Der Weltraum. Unendliche Weiten. Aber nichts ist drin. In einem Volumen von etwa 13.000 mal 13.000 mal 13.000 Kilometer, also dem Volumen von etwa der Erdgröße, befindet sich die Masse von nur einem kleinen Sandkorn. Mehr noch, wenn man sich dieses Sandkorn anschaut, dann besteht es aus geisterhaften Teilchen. Teilchen, die alles durchdringen, ohne irgendwelche Spuren zu hinterlassen. Und dann gibt es darüber hinaus noch dunkle Energie. Was genau ist das? Dunkle Materie, dunkle Energie. Vor etwa 13,8 Milliarden Jahren entstand unser Universum mit einem Knall, dem Big Bang. Es war die Geburt von Materie, Raum und Zeit. Der Beginn jeglichen Seins. Astronomen schätzen, dass im für uns sichtbaren Universum rund 2 Billionen Galaxien mit je 100 Milliarden Sternen existieren. Und trotzdem herrscht eine unheimliche Leere im All. Die moderne Kosmologie verfolgt die Spuren des Universums zurück bis zu seinem Anfang. Sie sind auf der Suche nach dem Bauplan des Ganzen und blicken dabei tief in die Vergangenheit. Was wir heute sehen, ist das Ergebnis einer langen Entwicklung. Und wir gucken ins Weltall immer in die Vergangenheit. Und je weiter wir wegschauen, desto weiter in die Vergangenheit schauen wir. Wir glauben nicht, dass das Weltall sich in verschiedenen Bereichen verschieden entwickelt, sondern dass das Weltall im Großen immer etwa gleich aussieht. Die Astronomie befindet sich auf einer Forschungsreise in die Unendlichkeit. Immer am Rand der Vorstellungskraft. Nach dem Urknall formten sich Sterne, Nebel und Galaxien und in letzter Konsequenz die Planeten und auch das Leben. Die Forscher erkennen und verstehen immer mehr die komplexen Strukturen und Zusammenhänge des Weltalls und lernen immer mehr über die darin befindlichen Objekte. Wir haben die Galaxien, wir haben die Galaxienhaufen, wir haben die Galaxien-Superhaufen, also ganz riesengroße Strukturen. Und genauso haben wir auch die Sterne in den Galaxien. Wir haben Materie zwischen den Sternen. Wir haben bestimmte Sterntypen, die alle unterschiedlich sind. Auch die Galaxien sind unterschiedlich. Und wir haben besondere Objekte wie schwarze Löcher. Also es gibt einen ganzen Zoo von verschiedenen Sternen und Typen und auch von Galaxientypen und von Materie, die dazwischen ist. Das Wissen über das Weltall hat sich in den letzten Jahren explosionsartig vermehrt. Doch das, was wir wirklich sehen oder nachweisen können, macht nur einen Bruchteil des Seins aus. Da muss es noch viel mehr geben, was das Universum beeinflusst und seine Entwicklung bestimmt. Ein Mysterium, das für uns nicht greifbar ist. Materie und Energie in großer Menge, die noch von keinem Wissenschaftler nachgewiesen wurden. Dunkle Materie und dunkle Energie. Was wirklich spannend ist, dass Experimente darauf hindeuten, dass wir von dem Universum bisher mal so grob 5% überhaupt nur gesehen haben. Denn das Universum besteht zu 5% aus der Materie, die uns alle umgibt, zu ungefähr ganz grob 25% aus sogenannter dunkler Materie, also Materie, die wir nicht sehen können.
und dann nochmal zu ungefähr 70% ganz grob aus einem Stoff. Also von dem wissen Physiker irgendwie noch nicht mal, was es überhaupt sein könnte. Und deswegen hat man dem einen spektakulären Namen gegeben, dunkle Energie. Dunkle Energie und dunkle Materie. Begriffe, die am Ende auch den momentanen Stand der Forschung widerspiegeln. Die Astronomen registrieren die Auswirkungen dieser geheimnisvollen Kräfte, tappen ansonsten aber im Dunkeln. Da stimmt irgendetwas nicht. Und das führt man auf eine Gravitationswirkung zurück. Und die sagt man, das ist die dunkle Materie. Und wenn wir bedenken, dass es einen Urknall gab und seit dem Urknall fliegt das Weltall auseinander, dann kann man sich schnell überlegen, ohne weitere Nachrechnung, diese Bewegung muss langsamer werden, weil ja die Anziehungskraft eigentlich die Bewegung bremsen sollte. Macht's aber nicht. Es beschleunigt sich. Und da hat man den Begriff der dunklen Energie eingeführt, der das Weltall auseinanderfliegen lässt. Also beides nur Begriffe, die sagen, wir haben keine Ahnung. Dunkle Materie und dunkle Energie scheinen uns immer und überall zu umgeben und zu durchdringen. Sie gehören zu den größten Geheimnissen unseres Universums. Ein Sandkorn in einem Raumbereich so groß wie die ganze Erde. Wenn man sich mal 6 von diesen Sandkörnern anschauen würde, dann würde man feststellen, dass 5 davon ganz geisterhafte Eigenschaften haben. Denn sie sind grundsätzlich unsichtbar. Und deswegen nennt man diese Massen dunkle Materie. Trotzdem hat diese dunkle Materie einen ganz wesentlichen Einfluss auf unser Universum. Denn sie bremsen die Ausdehnung des Universums ab. Und da man diese Abbremsung sehr gut messen kann, kann man die Menge dieser dunklen Masse sehr gut bestimmen. Könnte es sein, dass schwarze Löcher diese dunkle Materie sind? Das ist eine gute Frage, denn es könnte ja sein, dass es viele, viele mini-schwarze Löcher gibt, feinst verteilt im Universum. Um diese Frage zu beantworten, müssen wir allerdings zunächst erstmal diese schwarzen Löcher besser verstehen. Und da würde es helfen, einfach mal irgendwie so ein Bild von schwarzen Löchern zu haben. Und genau das ist Wissenschaftlern im Jahre 2019 gelungen. Es ist ein historisches Bild, das Astronomen im April 2019 präsentieren. Ein weltweites Netzwerk von Radioteleskopen hat erstmals den Schatten eines schwarzen Lochs fotografiert. Schwarze Löcher sind die kompakteste Form von Materie, die wir kennen. Gravitationsmonster, die alles um sich herum verschlingen. Selbst das Licht kann ihnen nicht entkommen. Das war ein fantastischer Moment. Das ist ja etwas ganz Schwieriges. Sie können ein schwarzes Loch nicht sehen, weil das schwarze Loch das ganze Licht schluckt. Aber wenn Sie hier ein schwarzes Loch haben und Sie stehen hier und auf der anderen Seite ist ein heller Stern, dann wird die Lichtstrahlen, die von diesem hellen Stern kommen, die werden um dieses schwarze Loch drum abgeleitet. Und dadurch, dass der ja da steht, kommt überall etwas an und Sie sehen plötzlich um das schwarze Loch drumherum einen Ring an Leuchten. Und dass man das tatsächlich gefunden hat, das sind natürlich Momente, wo Sie denken, das ist, also wenn man ein bisschen Gefühl hat für solche Sachen, dann sind das Momente, in denen einem das Herz aufgeht und sagt, schwarze Löcher, es ist nicht Fiktion, es gibt es wirklich. Kein Einzelteleskop, weder im All noch auf der Erde, wäre für so eine Aufnahme leistungsfähig genug. Die Wissenschaftler wandten deswegen einen Trick an. Für so eine Abbildung brauchen Sie ein Teleskop, das so groß ist wie die Erde. Wenn man so ein großes Teleskop haben will, was so groß ist wie die Erde, dann macht man das aus Einzelteleskopen, die dann sich so verhalten wie ein Gesamtteleskop. Die ganzen Teilbilder werden zu einem Bild zusammengerechnet und machen dann durch Interferenz ein scharfes Bild. Durch den globalen Teleskopverbund ist ein riesiges virtuelles Instrument entstanden. Das Event Horizon Telescope. Es arbeitet nicht im sichtbaren Licht, sondern fängt Radiostrahlung auf. Damit das menschliche Auge sie wahrnehmen kann, wird sie rot eingefärbt. Das beobachtete schwarze Loch ist 6,5 Milliarden Sonnenmassen schwer und befindet sich im Zentrum der Galaxie Messier 87 im Sternbild Jungfrau, 55 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt.
schwarze Löcher faszinierend und so, weil in schwarzen Löchern quasi auch wieder die Physik aufhört. In schwarzen Löchern ist es so, dass quasi die Zeit stillsteht, wenn man sich in der Nähe von schwarzen Löchern befindet. Man kann nicht in sie reingucken, man weiß nicht, was im Inneren vor sich geht. Das ist, glaube ich, das, was sozusagen die schwarzen Löcher so interessant macht. Und ich glaube, schwarze Löcher sind auch populär geworden durch Science-Fiction-Filme. Da wird gesagt, wenn da irgendwas reinfällt, dann wird das zerrissen und geht alles kaputt. Im gewissen Sinne ist das sogar richtig, weil die Gravitation in schwarzen Löchern so stark ist, dass alles letztlich dann auch wirklich zerstört würde. Auch in unserer Galaxie existieren unzählige schwarze Löcher. Das mit Abstand größte davon befindet sich im Zentrum der Milchstraße, 26.000 Lichtjahre von der Erde entfernt. Sagittarius A-Stern, ein supermassives schwarzes Loch von etwa 4 Millionen Sonnenmassen. Das Wichtigste, was das schwarze Loch macht, ist, zieht andere Sterne und Körper an. Es ist wie eine Riesenmasse, die alles mit großer Kraft anzieht. Und daher hatte man vermutet, also wenn man sehr genau hinguckt, sollte man Objekte sehen, die sich mit einer hohen Geschwindigkeit um das schwarze Loch bewegen. Genauso wie man die Masse der Sonne aus der Bewegung der Erde bestimmen kann, kann man auch die Masse des schwarzen Loches aus der Bewegung der Sterne um das schwarze Loch bestimmen. Und deswegen hat man angefangen, die Bahnen der Sterne in der Nähe des schwarzen Loches sehr genau zu vermessen. Sagittarius A-Stern ist eigentlich eher unauffällig, doch immer wieder werden Helligkeitsausbrüche beobachtet. Immer dann, wenn Materie in das schwarze Loch hineinfällt. Auch das Röntgenteleskop Chandra registriert diese Ausbrüche. Anfang der 2000er Jahre konnte Chandra zum ersten Mal Sagittarius A-Stern in Aktion beobachten und sehen, wie das schwarze Loch Materie verschlingt. Sagittarius A-Stern ist für die Astronomen eine wertvolle Quelle, um die Bedingungen in der Nähe eines schwarzen Loches zu studieren. Im Mai 2019 registrieren die Wissenschaftler dann ein extrem helles Aufflackern. Sagittarius A-Stern leuchtet plötzlich doppelt so stark wie üblich auf. Das schwarze Loch in der Mitte unserer Milchstraße ist anscheinend gefräßig geworden. Das Aufflackern geschieht am Ereignishorizont des schwarzen Lochs, der Grenze, hinter der Materie und Energie endgültig in den Gravitationsschlund hineinstürzen. Ab dieser Grenze kann nichts mehr entkommen. Dann fragt man sich natürlich, hey, was war das denn? Ja, was haben wir denn da gesehen? Es muss irgendwas reingefallen sein, sonst leuchtet das schwarze Loch nicht. Denn es ist ja, sie gewinnen Gravitationsenergie und die wird als strahlungsfrei und das ist dann der Blitz. Aber was es war genau, also man könnte sagen, vielleicht war es ein Planet, der irgendwie darum, der alleine war und da reingefallen ist oder eine kleine Gaswolke. Weil diese Leuchterscheinung nicht so groß war, muss es ein kompakter Körper gewesen sein. Also was schnell da reinfällt. Tatsächlich hat das beobachtete Ereignis weit in der Vergangenheit stattgefunden. Vor 26.000 Jahren. So lange ist das Licht vom Zentrum der Galaxie bis zu uns unterwegs. Doch es gibt auch schwarze Löcher ganz in der Nähe unseres Planeten. Im Frühjahr 2020 spüren Wissenschaftler der europäischen Südsternwarte eines in etwa 1000 Lichtjahre Entfernung von der Erde auf. 1000 Lichtjahre in kosmischen Entfernungen gemessen, liegt dieses schwarze Loch in direkter Nachbarschaft zu uns. Es handelt sich um ein sogenanntes stellares schwarzes Loch im Sternensystem HR6819, nur etwa 5 Sonnenmassen schwer. Zusammen mit 2 Sternen bildet es ein Dreifachsystem. Solch kleine schwarzen Löcher entstehen, wenn ein Stern am Ende seiner Lebenszeit als Supernova explodiert. Die Sternhülle wird abgestoßen und der Kern des Sterns fällt zu einem schwarzen Loch zusammen. 1000 Lichtjahre ist nicht sehr viel, aber dieses schwarze Loch ist auch ein sehr friedliches schwarzes Loch. Das heißt, es zieht nicht Masse an, weil es da keine Materie gibt. Es gibt kein Gas in der Umgebung und die Sterne sind weit genug weg, dass sie nicht zerrissen werden. Also und solange das der Fall ist, ist die ganze Situation dort stabil und wir müssen nichts befürchten.
April 2018. Eine SpaceX Falcon 9 Rakete startet Richtung Erdorbit. An Bord das Weltraumteleskop TESS der NASA. TESS soll eigentlich Exoplaneten aufspüren. Dafür durchmustert es systematisch den Sternenhimmel. Das Teleskop beobachtet auch eine Galaxie, in der ein ungewöhnlicher Helligkeitsverlauf registriert wurde. Mit Hilfe von TESS konnten die Forscher dann fast vom Anfang bis zum Ende beobachten, wie ein Stern von einem schwarzen Loch zerrissen und verschlungen wird. Solch ein Sternentod ist sehr selten. Das beobachtete Ereignis spielte sich am supermassiven schwarzen Loch im Zentrum einer Galaxie im Sternbild Fliegender Fisch ab. Etwa 375 Millionen Lichtjahre von uns entfernt. Als der Stern in den Sog des supermassiven schwarzen Lochs gerät, ist sein Tod besiegelt. Er hatte in etwa die Größe unserer Sonne. Die Anziehungskraft des Massegiganten lenkt den Stern aus seiner Bahn und setzt ihn in der Nähe des Ereignishorizonts enormen Gezeitenkräften aus. Diese reißen ihn am Ende auseinander. Das heizt sich unglaublich auf. Das heißt, dieser Stern wird zu einer Scheibe, die ganz hell leuchtet. Und wenn sie hell leuchtet, verliert sie Energie und kommt dem schwarzen Loch immer näher und auf einmal schwupp und dann ist sie weg. Schwarze Löcher. Gravitationsmonster, die alles in ihrer Umgebung verschlucken. Selbst das Licht kann ihnen nicht entrinnen. Lange Zeit waren sie reine Theorie, doch heute können wir sie beobachten und erfahren immer mehr über diese unsichtbaren Zentren der Schwerkraft. Schwarze Löcher gehören zu den dunklen Geheimnissen und gleichzeitig zu den faszinierendsten Objekten in unserem Universum. Was ihnen zu nahe kommt, ist unweigerlich verloren und nicht mehr von dieser Welt. Selbst Licht kann ihnen nicht entkommen. Der Beweis, dass es sie wirklich gibt, war ein Meilenstein in der Astrophysik. Ein ganz anderes Mysterium in der Dunkelheit des Alls vermuten Wissenschaftler in unserem Sonnensystem. Einen geheimnisvollen neunten Planeten. Jetzt haben wir seit Jahrzehnten super Teleskope dort draußen im Weltraum. Das Hubble-Teleskop, das Kepler-Teleskop. Und damit können wir sogar kleine Planeten auf entfernten Sternsystemen sehen. Und jetzt kommen doch diese Astronomen daher und behaupten, in unserem Sonnensystem gibt es einen neunten Planeten. Wie kommen die da drauf? Ja, sagen die, da draußen gibt es Objekte jenseits von Pluto, die bewegen sich ganz komisch. Aber sie können nichts sehen. Und deswegen gibt es einige Astronomen, die sagen, naja, wenn man nichts sehen kann, dann könnte es ja sein, dass dieser neunte Planet ein kleines schwarzes Loch ist. Merkur, Venus und Mars können wir von der Erde aus mit bloßem Auge sehen. Genauso Jupiter und Saturn. Und sie bewegen sich, wie man es von ihnen erwartet. Uranus wurde von William Herschel mit einem Fernrohr gefunden. Doch seine Umlaufbahn war anders als erwartet. Dies könnte ein Hinweis auf eine noch nicht entdeckte Masse in unserem Sonnensystem sein. Dann gibt es also findige Mathematiker, die machen dann aus diesen Unstimmigkeiten eine Vorhersage, wo ein weiterer Planet sein müsste. Also ein Störenfried, der die Bahn stört. Und dann hat man da hingeguckt und hat Neptun gefunden. Das war natürlich ein Riesenerfolg für die beobachtende Astronomie. Und dann sagt man, naja, also wenn das so gut klappt, vielleicht können wir da noch weitermachen. Da hat man wieder die Bahn genau angeguckt und gesagt, das stimmt immer noch nicht, da muss noch etwas sein. Und dann hat man den Pluto gefunden. Und jetzt sagen die Leute, ja, es stimmt aber immer noch nicht, da muss noch was sein. Das Problem ist nur, je weiter sie nach außen kommen, desto langsamer bewegen sich die Planeten und sie brauchen immer längere Zeit, bis sie die Störungen sehen. Das heißt also, die Unsicherheiten, wo die nächsten Planeten sind, werden immer größer, je weiter sie nach außen kommen. Und so ist es bis heute noch nicht gelungen, einen anderen Planeten dingfest zu machen. Wir wissen auch nicht, ob es sich um ein Objekt handelt oder vielleicht um mehrere. Also das ist noch Spekulation. Aber es gibt Hinweise darauf, dass die Bahnen nicht ganz störungsfrei sind. Also es gibt in der Tat Kollegen, die meinen, da könnte was sein.
Das Objekt müsste die etwa sechsfache Masse der Erde haben und sich weit außerhalb der Umlaufbahn des Neptuns befinden. Hier vermuten die Astronomen auch eine Wolke aus Trümmern, die schalenförmig unser Sonnensystem umgibt. Da, wo der Pluto sich befindet, beginnt die sogenannte Oortsche Wolke. Das heißt, das ist sehr viel Materie sozusagen in kleinen Klumpen, die sich auch um die Sonne herum bewegen. Die hat sich offenbar gebildet, diese Oortsche Wolke. Das weiß man aber auch erst seit 1990, dass es diese Wolke gibt, mit vielen kleineren Objekten. Und diese kleineren Objekte haben ja dazu geführt, dass Pluto seinen Planetenstatus verloren hat. Und natürlich könnte sich in dieser Oortschen Wolke dann auch noch ein etwas größerer Planet verbergen. Bis zum Jahr 2016 war Pluto als neunter Planet in unserem Sonnensystem bekannt. Doch als man immer mehr Objekte seiner Art nachweisen konnte, überdachte man die Planetendefinition. Pluto wurde zum Zwergplaneten degradiert und teilt sich diesen Status seitdem mit drei anderen Objekten. Sie alle gehören zu den sogenannten transneptunischen Objekten, einer Ansammlung unzähliger Trümmerstücke jenseits der Bahn des Planeten Neptun. Viele dieser transneptunischen Objekte haben eine ähnliche Orientierung ihrer Bahnen. Das ist ungewöhnlich. Und so schloss man auf einen gemeinsamen, unbekannten Verursacher, Planet 9. Durch die Anomalie der Uranusbahn fand man damals den Neptun. Doch diese Methode scheint diesmal nicht zu funktionieren. Die Störung des Uranus war so groß, dass man relativ präzise vorausberechnen kann, wie groß muss der Planet sein und wo steht er. Und so ist er auch entdeckt worden. Da hat jemand eine Vorhersage gemacht, da muss der Neptun sein. Dann hat man ein Teleskop dorthin gerichtet und gesagt, da ist er. Das kann man diesmal nicht machen, weil die Störungen sind so klein, dass die vielleicht sogar gar nicht real sind. Insofern ist man da noch ein bisschen am Tappen im Dunkeln, im wahrsten Sinne des Wortes. Es gibt noch eine andere Theorie, um die ungewöhnlich gleiche Ausrichtung einiger transneptunischer Bahnen zu erklären. Es könnte sich um ein primordiales schwarzes Loch in unserem Sonnensystem handeln. Stephen Hawking beschrieb bereits in den 70er Jahren solch primordialen schwarzen Löcher. Diese unzählig vielen Objekte sind sehr klein und sollen sich, im Gegensatz zu allen anderen schwarzen Löchern, bereits kurz nach dem Urknall gebildet haben. Das ist eine Theorie, man hat noch keine gefunden. Man kann danach suchen, zum Beispiel, wenn man das Licht ferner Sterne oder Galaxien anguckt, wenn da kleine schwarze Löcher durchgehen, dann würde die Raumzeit verbogen, man würde eine Lichtschwankung sehen, die sehr steil ist, so Peaks. Ja. Hat man aber noch nicht gesehen. Und von daher gibt es im Augenblick keinen Hinweis, ob das wirklich existiert. Also es ist nur eine Möglichkeit, eine Hypothese, mehr nicht. Ein in unserem Sonnensystem kreisendes schwarzes Loch könnte die seltsamen Bahnen manch transneptunischer Objekte erklären. Am Ende geht es aber nur um Masse und ihren Einfluss. Es ist letztlich egal, ob man sagt Planet oder schwarzes Loch. Das ist ein Objekt, welches Gravitation ausübt. Und ein schwarzes Loch übt Gravitation aus und ein Planet würde Gravitation ausüben. Das kann man gar nicht unterscheiden. Deswegen, schwarzes Loch hört sich vielleicht besser an als Planet. Wenn man schwarzes Loch sagt, dann ist die Aufmerksamkeit einem immer absolut sicher. Insofern, einen Unterschied kann man gar nicht machen zwischen den beiden. Das hypothetische Objekt schätzt man auf etwa 6 Erdmassen. Ein solches schwarzes Loch wäre winzig klein. Es hätte gerade mal den Durchmesser einer Grapefruit. Könnte Planet 9 wirklich ein schwarzes Loch sein? Jetzt lassen wir uns zunächst noch mal einen Schritt zurück machen und uns fragen, was spricht eigentlich für einen 9. Planeten? Ja, sagen die Astronomen, da draußen, jenseits von Pluto, gibt es 6 kleine Objekte, die eine gleiche Ausrichtung ihrer elliptischen Bahn haben. So könnte man sagen, aber Ausrichtungen von elliptischen Bahnen sind immer zufällig. Also es könnte auch 6 Zufälle sein. Und wegen so einem schwachen Argument, so eine extravagante Begründung, nämlich schwarze Löcher heranzuziehen, das finde ich schon etwas übertrieben. Trotzdem, die Astronomen suchen weiter nach Planet 9. Aber wenn Sie mich fragen, da werden Sie nicht viel finden.
Wir sehen in unserem Kosmos die Gesamtheit von Raum und Zeit, Materie und Energie. Dazwischen das Vakuum, scheinbar leer. Doch aus Beobachtungen von Sternen in Galaxien und von Galaxien in Galaxienhaufen weiß man, dass sehr viel mehr Masse vorhanden sein muss, die die Bewegung der Objekte im All beeinflusst. Man sieht sie nur nicht. Die Wissenschaftler sind auf der Jagd nach dieser fehlenden Masse und nennen sie aufgrund ihrer Unsichtbarkeit dunkle Materie. Doch woraus sie bestehen könnte, darüber sind sich die Physiker im Unklaren. Nur die Auswirkungen dieser fehlenden Masse sind für die Wissenschaftler wahrnehmbar. Die dunkle Materie wirkt durch ihre Gravitation. Sterne und Galaxien im Universum bewegen sich einfach nicht so, wie es den Anziehungskräften der für uns sichtbaren und somit nachweisbaren Materie entsprechen müsste. Um dieses merkwürdige Verhalten des Universums also zu verstehen, braucht es mehr Massen, die man nicht sehen kann. Also dunkle Materie. Aber diese dunkle Materie hat ganz ungewöhnliche Eigenschaften, die ich Ihnen jetzt hiermit mal demonstrieren will. Nehmen wir an, dieser Stift bestände aus dunkler Materie. Was bedeutet das? Nun, das bedeutet, dass Licht nicht mit dieser Materie interagieren kann. Es kann zum Beispiel nicht reflektiert werden und deswegen könnten Sie ihn jetzt gar nicht sehen. Aber nicht nur Licht kann mit dunkler Materie nicht interagieren, auch normale Masse, zum Beispiel meine Hand, kann damit nicht interagieren. Was bedeutet das? Nun, wenn ich versuchen würde, diesen Stift zu fassen, würde er durchgehen. Ich könnte ihn gar nicht fassen. Das bedeutet dunkle Materie. Mehr noch, wenn dieser Stift aus kleinen Teilchen dunkle Materie bestehen würde, dann wäre die ja überall verteilt im Universum. Es gäbe so viele kleine Teilchen, die ständig durch unseren Körper durchgehen würden, Milliarden pro Sekunde, und wir würden es gar nicht merken. Das bedeutet dunkle Materie. Scheinbar unbeeinflusst von der dunklen Materie kreist unsere Erde um die Sonne. Dunkle Materie ist über die relativ kleinen Abstände in unserem Sonnensystem gleichmäßig verteilt. Ihre Störungen kommen also auch gleichzeitig aus allen Richtungen. So hat sie keine Gesamtauswirkung. Sie strahlt weder Licht ab, noch reflektiert sie es. Wir können sie also weder sehen, noch beeinflusst sie uns. Trotzdem muss sie da sein. Die Wissenschaftler gehen davon aus, dass dunkle Materie, wie die sichtbare Materie auch, aus dem Urknall hervorgegangen ist und lediglich große Strukturen wie etwa Galaxien beeinflusst. Die Bewegung der Sonne ist viel zu schnell. Da muss also noch irgendwo Materie sein. Und weiter außen in der Galaxie wird es schlimmer. Also da bewegen sich die Sonnen, die Sterne noch schneller, also im Verhältnis zu dem, wie schnell sie sich bewegen sollten. Und diese zusätzliche Geschwindigkeit kann nur durch eine Masse üblicherweise erzeugt werden. Aber die sehen wir nicht. Und deswegen heißt es dunkle Materie, weil wir gar nicht wissen, wo die ist und wie man sich das vorstellen muss. Also das ist ein Rätsel, weil es hier direkt neben der Sonne quasi irgendwas existieren muss, was diese dunkle Materie ist und von der wir keine Ahnung haben, was es eigentlich sein könnte. Anhand von Messungen und Berechnungen schließen die Wissenschaftler darauf, welche Masse die dunkle Materie im Universum einnimmt und wie sie verteilt ist. Ob sie aber aus einer Sorte von Teilchen besteht oder aus unterschiedlichen, lässt sich nicht mit Gewissheit sagen. Im astronomischen Sinne bedeutet dunkle Materie wie so ein Eimer Kohlen. Ja? Die sind da, aber man sieht sie nicht, ja, im Kohlenkeller, wenn es dunkel ist. Ja? Und so kommen wir uns auch vor, da ist irgendwelche Materie da, aber wir sehen sie nicht. Und wir versuchen sie zu finden, aber sie entzieht sich wie unserer Suche. Und das ist total merkwürdig und ist unter dem Namen dunkle Materie dann im Umlauf. Dunkle Materie, das sind also mehr oder weniger massive Elementarteilchen, vielleicht auch unzählige primordiale Minilöcher, die wir nicht nachweisen können, die aber dafür sorgen, dass die Bewegung von Sternen in Galaxien nicht den Gesetzen der Physik folgt.
Von der dunklen Materie scheint es 5-mal mehr zu geben als von der Materie, die wir sehen. Insofern müssten wir mit der dauernd zusammenstoßen. Ist aber nicht schlimm, weil die dunkle Materie ja nur aufgrund ihrer Gravitation wechselwirkt und eben nicht irgendwie anders mit uns zusammenstößt. Also dunkle Materie ist nicht geladen und wir können sie nicht spüren. Sie hat sonst keine Kraftwirkung auf uns. Insofern sind die Kräfte, die dunkle Materie auf uns selber ausüben, schwach. Aufschluss über die Struktur des Kosmos und seine Entwicklung soll das deutsche Röntgenteleskop EROSITA gewinnen. Es erstellt eine Karte der Röntgenquellen im Universum. Und EROSITA soll neue Erkenntnisse über die dunkle Materie und die dunkle Energie liefern. Das Teleskop sucht dafür den gesamten Himmel ab und durchmustert vor allem sogenannte Galaxienhaufen. Gigantisch große Ansammlungen von tausenden einzelner Galaxien, untereinander verbunden durch die Wirkung der Schwerkraft. Es geht um das Verständnis der kosmischen Entwicklung und die Zusammenhänge in unserem Universum. Dunkle Materie wirkt durch ihre Gravitation als anziehende Kraft, dunkle Energie hingegen treibt Materie auseinander. Anhand der Beobachtung von Galaxienhaufen soll EROSITA das Wechselspiel zwischen diesen beiden mysteriösen Kräften den Wissenschaftlern verständlicher machen. Aus den Daten soll eine Himmelskarte entstehen. Ein Abbild des Universums und seiner Entwicklung. Dunkle Materie kann uns einfach durchdringen, ohne uns zu schädigen. Also Röntgenstrahlen können uns ja auch durchdringen. Die würden uns allerdings schädigen. Aber es gibt auch Strahlung, die uns durchdringen kann und die uns nicht schädigt. Neutrinos sind zum Beispiel Teilchen, die uns durchdringen und die uns auch nicht schädigen. Und dunkle Materie könnte aus Teilchen bestehen, die tatsächlich mit nichts von uns wechselwirken. Die können also überhaupt nicht irgendwie mit unseren Teilchen wechselwirken. Damit schädigen sie uns nicht und sie können uns trotzdem durchdringen. Über die Teilchen, aus denen dunkle Materie bestehen muss, wissen wir nichts. Obwohl sie mehr als 80% der Materie im Universum ausmacht, ist es bisher nicht gelungen, auch nur ein einziges Teilchen der dunklen Materie direkt mit Hilfe eines Detektors aufzuspüren. Doch ganze Galaxienhaufen müssen gefüllt und umhüllt von dunkler Materie sein. Die Galaxien darin drehen sich viel zu schnell. Ohne die zusätzliche Schwerkraft hätten sich manche davon bereits in alle Richtungen zerstreut. Dunkle Materie zieht sich durch das komplette Universum. Doch sie äußert sich nur durch ihre gravitative Wechselwirkung mit herkömmlicher Materie. Ob es sich dabei um kleine Elementarteilchen handelt oder große Elementarteilchen oder ob es sich um Klumpen von irgendwas handelt, das wissen wir nicht. Es gibt ja auch Leute, die sagen, das sind schwarze Löcher. Ja, das wäre schlimmer, wenn wir so viele schwarze Löcher erden, dass wir so viel Masse noch zur Verfügung stellen, dass die Erde sich so schnell bewegt um das Zentrum der Milchstraße. Die dunkle Materie hinterlässt ihre Spuren im All. Dass sie überhaupt aus massiven Teilchen besteht, ist eine Grundannahme. Stimmt diese Annahme nicht, wäre man mit der klassischen Physik gescheitert. Sie untersuchen etwas, wo Sie noch nicht mal wissen, was Sie suchen. Ja, also wenn Sie wissen wollen, wie hell ist eine Lampe, dann haben Sie eine klare Aufgabe. Aber wenn Sie sagen, ich suche etwas, ich weiß aber gar nicht, ob es das überhaupt gibt, sondern ich sehe nur einen Effekt von irgendetwas, dann ist man schon ziemlich, in einer schwierigen Situation. Als noch viel größeres Mysterium als die dunkle Materie gilt in der modernen Physik die dunkle Energie. Sie scheint die Geschicke unseres Universums als Ganzes zu lenken. Da draußen gibt es also etwas, nämlich dunkle Energie, was 70% aller Massen und Energien in unserem Universum ausmacht. Was zum Teufel ist das? Nun, was wir darüber wissen, ist, es liegt feinst verteilt überall im Universum vor. Nicht nur im leeren Raum, sondern überall, in jedem Körper, in meinem Körper, in Ihrem Körper.
Was wir aber auch wissen, es ist eine sogenannte Grundzustandsenergie. Was bedeutet das? Nun, es ist die Energie des gesamten Zustands des Universums. Und weil es darunter nicht mehr tiefer geht, bedeutet das, dass man die Energie nicht benutzen kann, um zum Beispiel was anzutreiben, Smartphones oder Automobile. Was wir auch wissen, diese dunkle Energie hat die Eigenschaft, den Raum auseinanderzutreiben. Genauso wie Hefe einen Hefekuchen auseinandertreibt. Ist das nicht eigentümlich? Und um genau rauszukriegen, was da genau ist, dazu gibt es jetzt mehrere Weltraummissionen. Wie damals das Weltraumteleskop Hubble, soll uns das NASA-Teleskop Nancy Grace Roman ganz neue Einblicke in die Wunder des Universums erschließen. Das Teleskop ist benannt nach der Kosmologin Nancy Roman. Sie baute Mitte der 50er Jahre die Abteilung Weltraumastronomie der NASA auf. Das nach ihr benannte Teleskop soll vor allem die Verteilung der Galaxien im Weltraum untersuchen und so wichtige Informationen über die mysteriöse dunkle Energie sammeln, die unseren Kosmos durchdringt und das Universum anscheinend immer schneller auseinandertreibt. Was wir im Weltall sehen, ist ja im Wesentlichen Strahlung, die mit Materie wechselwirkt. Also das fester Stoff, so Tisch, Stuhl, Kohle, Gestein und so weiter, Gas. Und das muss irgendwie leuchten und dann sehen wir es. Aber wir haben festgestellt, dass es im Weltall noch andere Arten von Energie und auch Materie gibt, die wir nicht sehen. Das Weltall hat sich ja mal expandiert, aber dann ist es langsamer geworden, jetzt wird es wieder schneller. Woher kommt das? Und da ist die Meinung, das kommt durch eine Energie, die wir aber nicht sehen können, eine dunkle Energie. Und auch die trägt zum gesamten Inventar des Universums bei. Und wenn man das alles in Relation setzt, dann sieht man, dass die Materie nur ein paar Prozent des gesamten Universums ausmacht und wir das meiste nicht sehen können. Mit dem Projekt SDSS, Sloan Digital Sky Survey, durchmustern Forscher den Sternenhimmel. Über zwei Jahrzehnte lang vermessen die Detektoren Position und Helligkeit von etwa 470 Millionen Himmelsobjekten. Das Ergebnis ist eine dreidimensionale Karte des Universums, die auch Rückschlüsse auf die Auswirkungen der dunklen Energie gibt. Die Ergebnisse unterstützen die Theorie, dass die dunkle Energie die Antriebsfeder unseres Universums ist. Die dunkle Energie ist im gewissen Sinne etwas, ja, um einen physikalischen Prozess zu erklären. Und zwar ist dunkle Energie so etwas wie in Anführungszeichen Antigravitation. Man weiß ja, dass die Gravitation sozusagen Massen anzieht, die ist anziehend. Nun sieht man aber im Universum auch, dass das Universum sich ausdehnt und zwar sogar beschleunigt ausdehnt. Es muss also auch irgendetwas geben, was Massen auseinandertreibt. Und das ist jetzt diese dunkle Energie. Man weiß nur überhaupt nicht, was das sein könnte. Und deswegen hat man zunächst mal einen Namen dieser dunklen Energie verpasst. Aber richtig wissen, was das ist, tut man überhaupt nicht. Auch Europa arbeitet an einem dunklen Energiejäger. Das nach dem Mathematiker Euklid von Alexandria benannte Weltraumteleskop soll uns verstehen helfen, warum die Ausdehnung des Universums sich beschleunigt. Das Teleskop, an dem die Wissenschaftler und Techniker arbeiten, wird gleichzeitig im sichtbaren und im infraroten Lichtspektrum den Sternenhimmel beobachten. Nichts Geringeres als die Entwicklung des Universums in den letzten 10 Milliarden Jahren soll mit Euklid untersucht werden. Das Teleskop wird dabei innerhalb von 6 Jahren nicht weniger als 1 Milliarde Galaxien vermessen. Dunkle Materie und dunkle Energie beeinflussen unser Universum maßgeblich. Was immer es sein mag, die Struktur des Weltalls und seine Evolution werden offensichtlich von diesen mysteriösen Kraftquellen dominiert. Wissenschaftler suchen nach den noch unbekannten Elementarteilchen, aus denen dunkle Materie bestehen muss. Doch noch haben sie keine Spuren von den hypothetischen Bausteinen gefunden. Dunkle Energie, was ist das eigentlich? Es ist eine Eigenschaft des leeren Raumes, des Vakuums. Und deswegen male ich Ihnen jetzt mal ein Stück Vakuum dahin. Das wäre eine Box mit Vakuum.
Und jetzt kommt es. Ein Physiker namens Heisenberg im letzten Jahrhundert hat gezeigt, und wir wissen, dass das wahr ist, dass in so einem Vakuum kurzzeitig kleine Antipaare aufpoppen. Hier zum Beispiel ein Elektron negativ geladen und ein Positron positiv geladen, die sich nach kurzer Zeit wieder vernichten. Und das passiert überall. Also negativ und positiv. Überall im Vakuum. Wozu brauchen wir sowas? Nun, wir können damit verstehen, wie sich eine elektromagnetische Welle, die ja aus einem positiven Teil, positives elektrisches Feld und negatives elektrisches Feld besteht, wie die sich überhaupt ausbreiten kann. Denn diese Welle polarisiert jetzt, sagt man, sie treibt also diese beiden virtuellen Teilchen auseinander. Und damit verstehen wir, dass die Ausbreitung vom Licht im Vakuum nichts anderes ist als die Polarisierung dieser virtuellen Teilchen. Damit hat man das endlich verstanden. Aber wir wissen inzwischen auch, dass wir diese virtuellen Teilchen brauchen, um zu erklären, dass das Universum, dass der Raum auseinandergetrieben wird. Denn virtuelle Teilchen treiben auseinander. Könnte die Energie des Vakuums wirklich die rätselhafte dunkle Energie sein und damit wesentlichen Einfluss auf Einsteins kosmologische Konstante und damit auf die Entwicklung des Universums haben? Eine naheliegende Vermutung, der sich viele Wissenschaftler anschließen. Doch noch fehlt ein überzeugendes Modell, das diese Vermutung auf eine solide Basis stellen würde. Den einzigen Erklärungsversuch, den es für die dunkle Energie bisher gibt, der basiert darauf, dass es die Energie des Vakuums sein könnte. Das hört sich jetzt irgendwie wie ein Widerspruch in sich an, weil Vakuum ist ja eigentlich nichts. Wie soll da Energie sein? Aber unsere heutige Vorstellung vom Vakuum ist, dass im Vakuum ständig Teilchen erzeugt und wieder vernichtet werden. Das passiert nur so schnell, dass wir es nicht beobachten können. Das heißt, das, was wir als Vakuum sehen, ist so ein Mittelwert, der sich daraus ergibt, dass da ständig Teilchen erzeugt und vernichtet werden. Sogenannte virtuelle Teilchen entstehen. Und die hätten eine Energie. Und so kann man auch dem Vakuum eine Energie zuordnen. Und das könnte diese Vakuumenergie, diese mysteriöse dunkle Energie sein. Wenn man das aber mal durchrechnet, dann kommt man leider zu dem Schluss, das ist vielleicht eine gute Erklärung, aber von den Zahlen her funktioniert das ganz und gar nicht. Eine ganz neue Generation von Detektoren wird gebaut, um der dunklen Materie auf die Spur zu kommen. Unter anderem sucht man nach WIMPs, die favorisierten Elementarteilchen, die dunkle Materie ausmachen könnten. Schwach wechselwirkende, massereiche Teilchen. Doch ihre wirkliche Existenz konnte bisher nicht nachgewiesen werden. Es gibt einen Begriff, der heißt WIMP. Das ist sowas im Englischen wie Feigling. Das heißt Weakly Interacting Massive Particles, also massereiche, große, elementare Teilchen, die man aber nicht sehen kann. Ja. Aber das ist hypothetisch. Jetzt CERN forscht danach. Es gibt Forschungsarbeiten über Existenz von WIMPs. Man müsste sie nämlich aufgrund ihrer Impulse sehen. Also Impulserhaltung ist ja ein Riesenthema, aber man findet sie nicht. Also CERN hat ein Forschungsprogramm aufgelegt und im Moment ist es immer noch so, dass man nicht weiß, was es ist. Verschiedene und teilweise auch gegensätzliche Ansätze verfolgen die Forscher bei ihrer Suche nach den mysteriösen Teilchen, aus denen die dunkle Materie bestehen soll. Finden konnten sie jedoch noch nichts. Die Physiker denken sich da ja immer offenbar WIMPs und so schöne Namen aus. Es gibt auch Machos, ja, in der Physik. Also Massive Astrophysics, Compact Halo Objects, wie man da sagt. Das sind einfach nur Objekte wie zum Beispiel Planeten, die nicht um irgendwelche Sterne sich bewegen, aber die einfach nur dunkel sind, die so wenig elektromagnetische Strahlung abgeben, dass wir sie nicht sehen, die aber trotzdem da sind, oder sogenannte braune Zwerge, also fast Sterne, die aber nicht strahlen. Davon müsste es nur sehr viele geben, die wir nur in unseren Beobachtungen des Himmels nicht sehen und die aber zur dunklen Materie beitragen. Auch Albert Einstein beschäftigte sich mit der Frage, wie sich das Universum im Ganzen verhält. Als der große Denker seine Feldgleichungen der allgemeinen Relativitätstheorie aufstellte, glaubte man noch, das Universum sei statisch. Die
Dies konnten seine Gleichungen jedoch nur dann beschreiben, wenn er eine frei wählbare Konstante mit berücksichtigte. Die kosmologische Konstante. Eine Zahl, die seine Theorie mit der vermeintlichen Praxis in Übereinstimmung brachte. Als aber nachgewiesen wurde, dass sich das Universum ausdehnt, verwarf Einstein diese Konstante wieder. Die kosmologische Konstante Einsteins. Was ist denn das eigentlich? Nun, in seinen Gleichungen bewirkte diese kosmologische Konstante eine Expansion des Universums. Und das ist genau das, was er damals brauchte. Denn die Leute glaubten, wegen der Massen im Universum müsste das Universum kollabieren. Man sah aber ein statisches Universum, also her mit der kosmologischen Konstante. Wenige Jahre später kommt aber ein gewisser Herr Lemaître und ein Herr Hubble daher und sagen, wir können sehen, dass das Universum expandiert. Sagt Einstein, ich Esel, das Ding brauche ich gar nicht. Heute ist die Situation ganz anders. Ja, wir sehen, das Universum expandiert und bräuchten deswegen keine kosmologische Konstante. Aber da kommt jetzt im Jahre 2010 ein gewisser Perlmutter und sagt, ich sehe, dass diese Expansion beschleunigt ist. Und deswegen brauche ich wieder eine kosmologische Konstante. Also hat Einstein heute doch wieder recht. Auf der anderen Seite gibt es Astronomen, die bezweifeln, dass diese Expansion tatsächlich beschleunigt ist. Sie sagen, das ist nur ein Beobachtungsfehler. Und darüber hinaus gibt es einige Physiker, die sagen, die dunkle Materie sind keine mysteriösen Teilchen. Das muss irgendwas anderes sein. Heißt das, die Kosmologie steckt heute in einer Krise? Die rätselhafte dunkle Energie, die die Expansion des Weltalls beschleunigt, lasse sich auf einfache Weise mit Einsteins kosmologischer Konstante beschreiben, so der allgemeine Konsens. Doch es gibt auch Zweifel. Manche Wissenschaftler wollen gar die ganze Theorie Einsteins umbauen. Manche Forscher zweifeln schlicht an der Richtigkeit der Messungen der zunehmenden Expansion des Universums. Die Entfernungsmessung im Weltall ist eine fundamentale Disziplin der Astronomie. Und wenn überhaupt irgendwas über Jahrhunderte immer wieder überprüft wurde, sind das die Entfernungsangaben. Also man kann sich natürlich irren, Prozente sind immer drin, hier und dort. Aber wenn wir uns fundamental irren in der Entfernung der Galaxien, dann haben wir auch ein fundamentales Problem mit der ganzen Kosmologie. Dass da was falsch sein soll, dann würde ich sagen, dann haben wir mit der Raumzeit ein Problem, weil dann gibt sie uns falsche Informationen. Das glaube ich selber nicht. Einstein hat immer noch bislang recht gehabt und ich glaube, das wird auch in Zukunft so sein. Einsteins Theorie ist eine Theorie der Gravitation von Massen im Universum. Wir können die dunkle Materie durch ihr gravitatives Wirken auf die Bewegung von Sternen in Galaxien sehen. Doch noch bleibt sie für uns ein Geheimnis. Und nicht alle Wissenschaftler sind davon überzeugt, dass sich das Universum tatsächlich beschleunigt ausdehnt. Verantwortlich wäre eine geheimnisvolle Kraft, die dunkle Energie. Aber auch hier stützt man sich bisher nur auf Theorien. Ich persönlich glaube, diese Entfernungsmessungen sind alle in Ordnung. Das bedeutet, es gibt die beschleunigte Expansion. Der Grund ist die dunkle Energie und das sind die virtuellen Teilchen des leeren Raumes. Das wirkliche Problem ist die dunkle Materie. Denn seit Jahrzehnten sucht man schon nach diesen geisterhaften Elementarteilchen und hat bisher noch nichts gefunden. Aber da gibt es ja noch diese primordialen schwarzen Löcher, so eine Art schwarze Babylöcher aus den Urzeiten des Universums. Aber um ehrlich zu sein, das hört sich auch irgendwie abstrus an, oder? Also werden wir das Problem der dunklen Materie irgendwann mal lösen können? Ich persönlich glaube mit Sicherheit, irgendwann wird es soweit sein. Und bis dahin bleibt es wirklich spannend. Dunkle Materie und dunkle Energie. Zusammen machen sie 95% des Weltalls aus, so die Theorien der Wissenschaftler. Doch lösen konnten sie das Rätsel bisher nicht. Und so bleibt der größte Teil unseres Seins noch immer ein Mysterium, verborgen in der Dunkelheit des Universums.